Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Heute wieder mal ein Foodhaul für euch mit unserem Wochenplan. Heute mal wieder typisch für mich, habe ich ganz spontan entschlossen, einkaufen zu gehen, weil ich heute Morgen so früh fertig war, die Kinder wegzubringen. Hatte keinen Einkaufszettel und auch keinen Wochenplan geschrieben, also musste ein bisschen improvisieren. Habe dann beim Einkaufen überlegt, was wir noch haben von letzter Woche. Also heute ist Montag und somit gibt es heute die kleinen Pizzen, die haben wir nämlich noch nicht gemacht. Habe ich auch nicht so viel Arbeit und die müssen auch weg. Morgen mache ich dann Putenbock-Geschnetzeltes, das gab es nämlich auch noch nicht. Und jetzt fehlte mir auch ein bisschen Gemüse. Habe ich dann noch eingekauft heute und morgen gibt es das dann endlich. Übermorgen, Mittwoch, habe ich aufgeschrieben Zucchini-Moussaka. Kommt nämlich noch so viel Zucchini da. Donnerstag gibt es mal wieder Tortellini. Die Olivia hat nämlich, weiß ich gar nicht, wann ich mit ihr einkaufen war, aber da hat sie Tortellini gesehen und wollte unbedingt mal wieder Tortellini essen. Habe ich dann gerade eingekauft. Gibt es am Donnerstag. Freitag. Für Freitag habe ich jetzt Backfischstäbchen gekauft. Da werde ich aber Rahmspinat und Kartoffeln oder so zu machen oder Püree, mal gucken. So wie wir das halt immer mit Fischstäbchen normal essen. Ja, und für Samstag und Sonntag habe ich nichts aufgeschrieben. Schauen wir mal ein bisschen, was ist auch noch im Eisschrank, was ich mal aufbrauchen könnte. Wird irgendwo auch wieder was überbleiben vom Zucchini-Moussaka bestimmt. Der Patrick geht, meine ich, zum Fußball. Vielleicht machen wir Mädels auch irgendwas und essen dann unterwegs. Also spontan entschlossen. Ich hatte, glaube ich, gestern Abend oder heute Morgen, weiß ich nicht mehr, zumindest die Penny-Angebote online geguckt. Die haben mich nicht vom Hocker gehauen. Deswegen habe ich heute Morgen spontan entschlossen, zu Aldi zu fahren, wo Rewe direkt gegenüber ist. Ja, erstmal ist das total nah vom Kindergarten. Ich hatte auch mal wieder Bock auf Brot. Und überhaupt habe ich da keine Angebote vorher geguckt und war einfach auch mal gespannt, was es da gibt. Wir starten mal mit den Getränken, die ich wieder im Auto gelassen habe. Einmal die Sixpack River Cola Zero und ein Sixpack Cola-Mix und kleine Flaschen Wasser mit Kohlensäure und ohne, für unterwegs wieder. Die gehen hier super weg. Die Kinder trinken auf einmal auch total gerne Wasser unterwegs. Wir müssen auch unbedingt vom SodaStream die Kohlensäure-Dinger auffüllen lassen, also austauschen. Da denke ich nie dran, die mitzunehmen. Bei Aldi habe ich bezahlt 70 Euro, 71 Euro noch was, glaube ich. Und bei Rewe habe ich 10 Euro bezahlt, aber diesmal wirklich nicht viel. Eigentlich wollte ich nur Kakao holen und halt gucken, was da im Angebot gibt. Habe auch ein bisschen was gefunden, aber jetzt nichts Dolles. Ich starte deshalb jetzt auch mal mit Aldi. Getränke habe ich ja schon aufgezählt. Dann einmal das Saatenbrot, mein absolutes Lieblingsbrot. Aber das essen alle gerne hier. Nur leider muss ich den Rand da immer abschneiden, den mag hier keiner. Dann habe ich hier mal so Butterschweineohren geholt. Die hatten wir schon mal oder schon öfter. Und die sind immer super schnell weg. Habe ich die wieder mitgenommen. Die Rosalind möchte momentan zur Schule kein Brot. Ja, da muss man sich dann irgendwie was anderes einfallen lassen, was ein bisschen auch sättigt. Ich denke, das wird ganz gut satt machen. Ein Sandwich-Toast. Dann habe ich mir mal eine Petersilie mitgenommen. Dann Plattnektarinen. Die hatten wir selten. Die gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Die kleinen Kartoffeln, Drillinge, die kann man ja mit Schale essen. Muss man natürlich nicht, aber die sind auch sehr lecker. Und dadurch, dass wir immer so wenig Kartoffeln nur essen, kaufe ich die eigentlich auch am liebsten, weil da ist nicht viel drin. Die gehen auf jeden Fall immer weg. Himbeeren waren im Angebot, musste ich mitnehmen. Werde ich mir nämlich gleich zum Frühstück irgendwo reinmachen. Zweimal passierte Tomaten. Beim letzten Mal habe ich nämlich keine bekommen und wir haben keinen Vorrat mehr. Einmal Frischkäse. Ich musste nämlich gestern einen alten wegschmeißen und den neuen, den brauchte ich komplett für ein Dessert, was ich vorgestern gemacht habe. Dann habe ich hier mal diese günstige Schokoladenalternative. Oh, was heißt Alternative? Aber die günstige Schokolade von Aldi, Choqueur, wenn die so ausgesprochen wird. Die gibt es jetzt, also vielleicht auch schon länger, aber habe ich so noch nie gesehen in richtig vielen. Also so ein bisschen Milka-ähnlich. Als Luftschokolade, Traube, Nuss, Glücksduo. Also das ist ja die eigentlich Kuhflecken. Und Nozette, davon habe ich zwei. Testen wir mal aus. Kostet eine Tafel nämlich 59 Cent. Ungefähr so viel wie die Milka, wenn die im Angebot ist. Obwohl die manchmal auch 69 kostet, meine ich. Zweimal den Eislatte Macchiato in weniger süß. Den trinke ich am liebsten, diesen weniger süßen. Trinke ja sowieso keinen Zucker im Kaffee, aber in diesem kalten Kaffee mag ich schon mal ein bisschen Süße drin. Dann habe ich hier diese Kinderkarts. Die hatten wir, glaube ich, noch nie. Die gab es gestern bei unseren Freunden und die Kinder waren da irgendwie heiß drauf. Ich denke, weil sie die noch nicht kennen, habe ich sie mal geholt. Diese hier hatten wir auch mal von, ich meine, die sind von Nutella original. Die waren super lecker. Jetzt habe ich mal die nachgemachten geholt. Gucken, wie lecker die sind.
Kinder mochten ja auch sehr gerne. Eine Salatgurke, 79 Cent. Dann einmal die Kräuterbutter von Maigle. Die ist, finde ich, sehr viel leckerer als diese günstige in diesen kleinen Töpfchen. War jetzt im Angebot 1,49. Dann habe ich zweimal Tortelloni. Einmal mit Tomate und einmal Spinat Ricotta. Wenn wir Tortellini machen, essen wir die auf jeden Fall immer vegetarisch. Somit haben wir dann ja auch auf jeden Fall einen vegetarischen Tag die Woche. Falls ihr meine Videos schon länger verfolgt, mir fällt das manchmal etwas schwer, was Vegetarisches zu finden, weil man so von diesen alten Gewohnheiten nicht so einfach wegkommt, finde ich. Aber wir haben schon super viele gute Alternativen gefunden und hatten auch schon teilweise Wochenpläne, wo wir nur einmal die Woche Fleisch gegessen haben, was eigentlich mein Ideal wäre. Aber Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Da ist es schwierig, finde ich. Dann habe ich hier Zwiebelmett. Die war 30% reduziert. Diese kleinen Töpfchen, die finde ich ganz gut. Die kann man dann immer ganz gut portionieren. Lieben die Kinder ja hier. Ich guck mal, wie lange haltbar. Ah, bis übermorgen, okay. Lieben die Kinder ja hier. Ich denke, da machen wir heute Abend als Abendbrot was mit. Dann habe ich hier Bauernschinken geholt. Salami und Wurst haben wir nämlich noch und Käse auch. Ach ja, gut, dann habe ich hier nochmal Vollkornwraps geholt. Genau, die wollte ich auch nochmal machen. Habe ich jetzt gar nicht in den Wochenplan geschrieben, habe ich total vergessen. Die waren nämlich auch so eine spontane Entscheidung. Also auf jeden Fall hätten wir auch noch Wraps als Backup, Mittagessen oder fürs Wochenende. Da müsste ich nur dann frisch nochmal ein bisschen Salat und sowas holen. Wir essen am liebsten die Wraps mit Frischkäse bestrichen, Salat und irgendwie angebratenen Hähnchenstücken oder so. Also Hähnchenbrust und ein bisschen Käse. Plattpfirsiche, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die essen die Kinder hier so schnell weg. Aber bei der Wärme kann ich die nicht draußen liegen lassen. Ich packe die in den Kühlschrank, da halten die auf jeden Fall länger hart. Weil wenn man die draußen liegen lässt, sind die nach 2 Tagen so weich. Dann essen die Kinder die nicht mehr gerne. Und die wollen die immer gerne geschnitten haben. Das ist natürlich dann auch schwierig. Roma-Tomaten. Dann habe ich hier mal so ein Schoko-Krokant-Knusper-Müsli mitgenommen. Kinder mögen im Moment nämlich dieses Müsli, was wir von DM immer holen, nicht so gerne. Die Olivia hat gesagt, das schmeckt nach nichts auf einmal. Da habe ich gedacht, ich hole mal eins mit ein bisschen Schoko und so. Dann ist da auf jeden Fall mehr Geschmack dran. Dann haben wir hier wieder eine Cantaloupe-Melone, glaube ich, heißt die. Ich habe extra nämlich drauf geachtet, die hatten ganz viele verschiedene kleine Melonen, weil die Kinder die sehr gerne essen. Die ist innen drin so orange. Habe ich noch einen kleinen Saatentoast, liebt die Rosalind sehr. Die mag überhaupt gerne alles Vollkorn, also auch Nudeln am liebsten Vollkorn. Nudeln haben wir jetzt aber erstmal Vorrat. Wir essen die Vollkornnudeln nicht so gerne. Deswegen habe ich jetzt zum ersten Mal auch Vollkornwraps geholt. Wollte ich mal ausprobieren, die schmecken bestimmt genauso gut. Dann habe ich hier den Durstlöscher Wassermelonengeschmack. Den hatte ich jetzt schon öfter. Den liebt die Rosalind und die Olivia mag den auch, aber nicht so. Die trinkt am liebsten Wasser. Dann habe ich hier diesen der milde Saft. Einmal, was ist das? ACE oder? Nee, Multivitamin. Orange und irgendwo ist auch noch Apfel. Für die Rosalind habe ich hier so eine Jogginghose mal mitgenommen in 134. Die kostete jetzt 2 Euro, war reduziert. Ist nämlich heute Morgen, gestern auch schon aufgefallen, dass ihre Hosen alle ein bisschen eng sind, die Leggings. Jetzt sind das aber eher alles kurze. Für den Winter müssen wir auf jeden Fall eine Nummer größer holen. Zweimal hier haltbare Schlagsahne. Da habe ich nämlich gestern gesehen, dass ich da überhaupt gar keinen Vorrat habe. Vorgestern, ich habe nämlich vorgestern Sahne geschlagen fürs Dessert und habe mir nämlich gedacht, wenn das jetzt nichts wird, dann habe ich überhaupt gar keine Sahne auf Reserve. Dann war es ja auch noch Samstagabend. Hätte ich auch nichts mehr holen können. Diesen Eistee hier habe ich noch von Aldi. Eistee, diese kleinen Flaschen. Eine Milch habe ich mal als Backup. Erstmal habe ich jetzt die Hafer-Vanillemilch von Oatly für mich. Aber für einen Kaffee mag ich keine Vanillemilch. Ach ja, bei Aldi habe ich auch noch Mini-Knusperschnitzel geholt. Die haben wir eine Zeit lang echt super gerne gegessen und habe ich ewig nicht gemacht. Habe ich ja sogar noch ein Mittagessen. Hier ist der Apfelsaft, den ich noch gesucht hatte und Möhren. Das war's bei Aldi. Bei Rewe, wie gesagt, ganz wenig. Einmal die Backfischstäbchen. Dann habe ich bei Rewe noch hier diese Sunquick in Himbeere. Kinder mögen diese Eis sehr gerne. Die Mini-Penne, ja, ich habe jetzt schon genug Barilla gekauft, die letzten Male, ich weiß. Aber die Mini-Nudeln waren da nie dabei und die mache ich halt super gerne für die Kinder. Oder auch in den Auflauf mag ich die gern. Deswegen habe ich die jetzt da nochmal geholt. Die waren auch jetzt bei Rewe im Angebot für 99 Cent. Dann gab es den Joghurt mit der Ecke im Angebot. Da haben wir jetzt nochmal ein bisschen Joghurtvorrat. Da haben wir nämlich auch nichts mehr. Ich habe zweimal den Venezia geholt. Der ist mit Pistazie und Amerettinis. Einmal Kirsche.
zwei verschiedene Tom und Jerry und zweimal was mit Schokoknusper. Eine Dose Thunfisch. Ich weiß nämlich nicht, ob wir noch Thunfisch haben für die Mini-Pizzen. Ein Ortli-Kakao und die Smiley-Kroketten. Habe ich zufällig noch gesehen, habe ich gedacht, das ist ja auch mal ein gutes oder schnelles Abendessen für die Kinder. Vor allem, wenn auch Spielbesuch da ist oder so, mache ich die ganz gerne. Das war's. Ich habe ja gesagt, bei Rewe war es wirklich nicht viel. Eigentlich wollte ich ja nur den Kakao holen. Ich habe auch nur einen Kakao genommen, weil der bei Rewe einfach zu teuer ist, finde ich. Ich ja noch nicht geguckt habe, ob der diese Woche irgendwo im Angebot ist. Jetzt wollte ich gleich noch bei Edeka im Angebotsprospekt gucken. Sollte da noch Ortli sein, werde ich gegen Ende der Woche auch nochmal die Barista-Milch holen. Die habe ich jetzt nämlich schon länger nicht mehr. Das war mein Einkauf. Das ist unser Wochenplan, den ich gleich nochmal ein bisschen editieren muss. Da käme ja jetzt noch die Wraps dazu und die Schnitzel, die ich schon gekauft habe. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und gibt euch irgendwie ein bisschen Inspiration. Ab übermorgen soll es wieder kälter werden. Also angenehme Temperaturen, sage ich es mal so. Da freuen wir uns. Da kann man auch wieder ordentlich kochen. Lasst mir Daumen nach oben da, wenn euch mein Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht Abonnenten seid. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Tschüss!